Das ist ein Gesamtpaket für unsere Digitalstrategie. Das ist das Weißbuch für künstliche Intelligenz und die Datenstrategie. In Europa haben wir eine lange Geschichte technologischen Erfolgs und der technologischen Innovation. Wir haben große Technologieunternehmen, eine starke Datenindustrie und in Europa ist es uns wichtig, individuelle Rechte und Werte aufrechtzuerhalten. Die digitale Strategie, die wir heute vorantreiben wollen, verbindet all diese Punkte zusammen und bringt sie in ein Konzept. Die digitale Transformation soll unsere Wirtschaft antreiben und europäische Lösungen ermöglichen im digitalen Zeitalter. Bei der künstlichen Intelligenz wissen wir alle, dass es unglaubliche Dinge gibt, die möglich sind. Und wir haben vielleicht noch nicht genug darüber gesprochen, was künstliche Intelligenz in der Lage ist zu tun, um unseren Alltag zu verbessern. Wenn wir uns zum Beispiel den Gesundheitssektor ansehen, wissen wir bereits heute, dass künstliche Intelligenz uns hilft, bessere Diagnosen und frühzeitigere Diagnosen zu stellen, die ja entscheidend sind bei der Behandlung von Krebs zum Beispiel. Oder Roboter werden für Präzisionsforschung genutzt. Künstliche Intelligenz ist aber auch der Schlüssel für uns, wenn wir unser Ziel der Klimaneutralität im Jahr 2050 erreichen wollen. Denken wir einfach nur an Präzisionslandwirtschaft, die mit der künstlichen Intelligenz arbeitet und dadurch Pestizide reduziert, Dünger reduziert. Oder wenn man an intelligentes Heizen denkt, auch wieder durch die künstliche Intelligenz kontrolliert, wo wir Millionen Tonnen von Öl sparen können und damit den CO2-Ausstoß minimieren können. Künstliche Intelligenz verbessert nicht nur unseren Alltag. Europa ist bereits führend in der künstlichen Intelligenz, in der KI. Wir haben eine Pole Position. Wir sollten das wissen. Wir produzieren 25% sämtlicher Industrieroboter zum Beispiel. Und wenn Sie sich die Hersteller ansehen, dann nutzt jeder zweite bereits heute eine KI-Anwendung. Wenn man sich den Bereich der Forschung und Wissenschaft ansieht, wenn man die Artikel ansieht, die publiziert werden, sie werden normalerweise von den EU-Forschern veröffentlicht. Das heißt, unsere Pole Position ist klar im Bereich KI. Aber die Dinge entwickeln sich so schnell und deswegen wissen wir, dass wir noch mehr tun müssen. Und deswegen wollen wir die europäische KI voranbringen und deswegen 25 Milliarden für die nächste Dekade freistellen. KI hängt mit Big Daten, mit Big Data, Data, Data zusammen. Und je mehr Daten wir haben, desto intelligenter sind unsere Algorithmen. Das ist ja eine ganz einfache Gleichung. Daher ist es so wichtig, dass man Zugang zu den Daten hat, die ja da sind. Und deswegen möchten wir unseren Unternehmen, aber auch unseren Forschern und den öffentlichen Diensten bessere Zugänge zu Daten eröffnen. Wir wissen alle, dass wir täglich Daten produzieren. Heute zum Beispiel ist die Weltanzahl der Daten, wenn man sagen wir mal, in 5 Jahren in die Zukunft guckt, dann wird allein dieses Volumen nur von Europa produziert. Das heißt, wir haben eine so große Menge, die gesammelt wird, teilweise nur zufällig. Und wir möchten einen besseren Zugang eröffnen, damit Europäer diese Daten nutzen können. Europa hat einen Vorteil, denn unsere Datenqualität ist gut. Wir haben eine große wirtschaftliche Diversität mit unseren KMUs, mit den kleinen und mittelständischen Unternehmen, dem sogenannten Mittelstand der Industrie in Deutschland. Und deswegen sind die Daten, die man in Europa täglich sammelt, unglaublich divers. Es sind Industriedaten, kommerzielle Daten von Maschinen, Webstationen, Fabriken, alles Mögliche. Es ist eine Tatsache, dass die Mehrheit der Daten, die heute gesammelt werden, nie genutzt werden, nicht einmal.
Und das ist überhaupt nicht nachhaltig. Daten, die wir nutzen, präsentieren einen enormen Wert für potenzielle Innovationen, den wir bislang nicht nutzen. Das müssen wir tun. Und deswegen folgen wir dem Prinzip, dass man innerhalb Europas Datenräume öffnen sollte, wo man nicht nur seine Daten speichern kann, sondern sie auch mit anderen teilen kann. Und deswegen möchten wir europäische Datenräume erstellen, in denen Unternehmen, Regierungen und Forscher ihre Daten speichern können, aber gleichzeitig Zugang zu den Daten anderer erhalten, die sie für ihre Innovation benötigen. Forschung ist etwas Klassisches. Natürlich muss man seine Daten speichern, aber es ist extrem wichtig für die Forscher, die Daten anderer zugänglich zu haben, um neue Felder zu erobern und Innovationen nach vorne zu bringen, um diese europäischen Datenräume und Cloud-Infrastrukturen auszulegen, wollen wir eine Investition von 4 bis 5 Milliarden Euro freigeben. Der Wert sind 300 Milliarden in der EU. Das sind 2,4% des EU-Binnenprodukts. In 5 Jahren wird das 3-mal so viel sein. Das heißt, die Geschwindigkeit, mit der hier Wachstum entsteht, ist unglaublich groß. Aber das schafft auch Arbeitsplätze. Wir haben 5,7 Millionen Arbeitsplätze in diesem Bereich und in 10 Jahren werden es schon 11 Millionen sein. Und deswegen konzentrieren wir uns im Weißbuch für KI und in der Datenstrategie auf Fähigkeiten. Das ist das, was wir brauchen, um Arbeitsplätze auszufüllen. Und ich möchte auch noch etwas Schönes über KI in Europa erzählen, über Daten in Europa. Ein Großteil sind aber auch Risiken. Und in dem Buch 21 Stunden für die EU von Noah Harari schreibt er, die Menschen waren immer viel besser bei der Erfindung von Werkzeugen, als sie weise einzusetzen. Ende des Zitats. Und diese neuen Werkzeuge sollen Bürgern helfen, der neuen Technologie zu vertrauen. Und Technologie ist immer neutral. Das hängt davon ab, was wir daraus machen. Deswegen müssen an die Anwendung dieser neuen Technologien das Vertrauen unserer Bürger genießen. Deswegen wollen wir eine verantwortliche, menschenzentrierte künstliche Intelligenz auslegen. Wir werden insbesondere darauf achten, in Sektoren, Bereichen, wo menschliche Interessen und menschliche Rechte in Gefahr sind, zum Beispiel bei der Einstellung von Menschen im Gesundheitssektor, aber auch im Transport, bei der Umsetzung von Polizei- und Gesetzesarbeit. Künstliche Intelligenz muss dazu dienen, dass Menschen besser leben können und deswegen muss KI immer mit den Menschenrechten vereinbar sein. Deswegen muss ein Individuum immer in der Lage sein, seine kritischen Entscheidungen zu überdenken und hochriskante KI, die möglicherweise mit Menschenrechten interferiert, getestet und zertifiziert werden muss, bevor sie jemals in unseren Binnenmarkt kommt. Das ist eine ganz einfache Frage, denn wir arbeiten hier genauso wie mit Fahrzeugen, Chemikalien, Puppen, Spielzeugen. Die müssen auch gezertifiziert werden, bevor sie im Binnenmarkt zugelassen sind. Es gibt nun einen zweiten Aspekt, den ich ansprechen möchte. Daten, die genutzt werden, dürfen nicht parteiisch, subjektiv sein. Man hat ja bestimmte Daten zur Verfügung. Wenn man also einen Algorithmus nutzt mit Daten, die aus einem männlichen Arbeitsfeld im Gesundheitsfeld kommt, dann könnte eine KI-Therapie oder ein Diagnoseinstrument nicht dem Nutzen dienen, wenn dann Frauen ins Spiel kommen.
die behandelt werden sollen, mit genau diesen Anwendungen. Und deswegen ist es wichtig, dass man neutrale Daten nutzt. Das ist von entscheidender Bedeutung und darauf müssen wir extrem achten. Insgesamt ist meine Botschaft heute, dass künstliche Intelligenz eine unglaubliche Möglichkeit in Europa und für Europa ist. Wir haben unglaublich viel, aber wir müssen dieses Potenzial nutzen. Das besteht, das gibt es ja bereits. Wir wollen die Innovation in Europa und unsere Unternehmen, unsere Forscher und die Innovatoren, die Unternehmer ermutigen, KI zu entwickeln und unsere Bürger ermutigen, vertrauensvoll künstliche Intelligenz zu nutzen. In Europa haben wir all das, was wir brauchen, aber wir müssen das Potenzial nutzen. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.